Hallo, ich bin Leonie Beck und ich erzähle euch jetzt, wie man das Rennen oder im Training seine Renntaktik einteilen kann. Ich denke, die Renneinteilung ist sehr wichtig. Vor jedem Rennen gehe ich mit meinem Trainer die Renntaktik durch. Ich bespreche ihm, wann ich wie was schwimme, auf welche Gegner ich achten muss und so weiter und so fort. Ich denke aber, das ist bei jedem Rennen unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, es gibt die Renntaktik. Ich finde, es kommt darauf an, wer neben dir schwimmt, was das für ein Rennen, ob das Vorlauf ist, ob das Finale ist. Und deswegen gibt es ja ganz viele unterschiedliche Renntaktiken. Also zum Beispiel, wenn man alleine schwimmt, also wenn man 1500 irgendwo schwimmt bei so einem Wettkampf, wo man halt eigentlich gewinnen sollte, dann versucht man zum Beispiel die zweite Hälfte schneller zu schwimmen als die erste Hälfte. Das heißt, man zieht dann nach 400, wird dann ein bisschen schneller, nochmal nach 400 ein bisschen schneller und schwimmt dann die zweiten 800 nochmal schneller als die ersten 700. Ich schwimme Rennen schon anders, je nachdem, ob ich jetzt bei einer Deutschen bin, wo es um eine Quali zum Beispiel für Olympia geht. Da muss man das Rennen anders gestalten, als wenn man jetzt bei einem Wettkampf ist, der zum Beispiel am Anfang der Saison ist, wo man noch überhaupt nicht so viel trainiert hat, wo es erstmal wichtig ist, dass man die zweite Hälfte schneller schwimmen kann als die erste Hälfte. Da schwimmt man dann schon ganz anders. Da ist ja dann auch bei dem Rennen am Anfang der Saison ist die Zeit jetzt nicht ganz so wichtig wie bei einer deutschen Meisterschaft zum Beispiel. Im Wettkampf gibt es ja keine Uhr, worauf man schauen kann. Deswegen hat man einen Trainer, der am Beckenrand steht und der zeigt dann entweder schneller an oder langsamer. Also langsamer kommt eher selten vor, aber wenn man weiß, was der Trainer anzeigt, dann kann man das ganz gut einschätzen und dann kann man sich auch, kann man auch darauf einstellen oder man kann sich auch sein Tempo verändern, je nachdem, was er halt anzeigt. Man versucht halt alles, damit es schneller wird. Manchmal klappt es dann auch, aber manchmal denkt man sich dann halt so, ich kann nicht mehr schneller. Aber das ist ganz normal, denke ich. Er sagt mir nicht, auf welche Zeit ich auf welchen 100er schwimmen soll, aber zum Beispiel die ersten 400 gehst du das und das an und dann versuchst du das und das drauf zu schwimmen. Und also es kommt darauf an, welches Rennen es ist. Aber man weiß eigentlich schon genau, was man machen sollte. Im Training kann man sich so darauf vorbereiten, dass man immer die zweite Hälfte von der Aufgabe, von der schnellen Serie oder so, immer schneller schwimmt als die erste Hälfte. Das ist auch im Freiwasser so, dass das Rennen immer am Ende schneller wird. Am Anfang wird so ein bisschen gebadet. Oder am Anfang wird ein bisschen ruhiger geschwommen und dann wird es aber immer, immer schneller. Und so sollte man dann auch im Training schwimmen, dass halt immer die zweite Hälfte ist immer schneller als die erste Hälfte.